Wir im BB wird Ihnen präsentiert von Sehne. Ihre wertvolle Ernährung liegt uns am Herzen. Deshalb verwenden wir hochwertigste Mehle aus der Region. Und herzlich willkommen. Es ist wieder Zeit für eine weitere und niegelnagelneue Ausgabe von Wir in BB. Wissen Sie, was das hier ist? Das ist eine Scoreboard. Und zu welcher Sportart das gehört, möchte ich jetzt noch nicht zu viel verraten. Wir erzählen es Ihnen gleich. Vorher geht es aber ganz kurz nach Böblingen. Sommer am See steht vor den Türen. Ja, und da ist es egal, was von Wetter ist, weil Sommer haben die dort immer. Nicht nur in der alten TÜV-Halle. Ich nicht. So klingt der Sommer in Böblingen oder zumindest ein kleiner Teil des Programms vom Sommer am See dieses Jahr. Alterna Story heißt die Böblinger Band von Patrick Blessing und die steht bei den Songtagen Anfang August auf der gleichen Bühne wie ein paar ganz große Namen. Es ist natürlich eine Riesenehre für uns, mit so lauter bekannten Künstlern, ja, sag ich mal, an so einem großen Event teilhaben zu dürfen. Wir freuen uns richtig drauf, die Proben finden auch schon statt. Aber die Songtage sind längst nicht alles. Der Sommer am See startet bereits jetzt durch mit dem Programm der Lebenshilfe am 24. Juni. In diesem Jahr ist eben der Schauspieler Samuel Koch dabei, der mit seinem Schicksal bemerkenswert umgeht. Und deshalb freuen wir uns sehr, dass er bei uns dort eine Lesung, einen Vortrag, natürlich thematisch auf das, was auch die Lebenshilfe ausmacht, halten wird. Und sonst natürlich vor allem Konzerte. Auch wieder mit dabei und das bereits seit fast 20 Jahren, Ernst und Heinrich mit neuem Programm. Und Heiner Reif steht diesmal auch alleine auf der Bühne mit seinem Projekt Hasa, Heiners All-Star-Action. Gut, Hasa ist meine Spielwiese, was Musik und den Umgang mit Schwäbisch angeht. Und zwar einfach, was das Rhythmische, klanglich Interessante bei Schwäbisch angeht und mit der Musik, die mir nach wie vor gefällt. Und das ist Jazzrock aus den frühen 70er Jahren. Ganz anders also als Alterna Story. Die klingen normalerweise eher härter, rockiger. Wie passt das aber zu den Songtagen? Die Songs sind anders arrangiert als sonst, als wenn wir sie normal spielen würden. Bei einem richtigen Live-Rock-Konzert, also mit Verstärkern. Den Liedern tut das offenbar keinen Abbruch. Wer so klingt, darf in Böblingen auch unverstärkt den Sommer rocken. Ganz genau hinter dem Zaun, da trainieren die Wanderers mit ihrer Softball-Mannschaft. Es ist auch gut, dass wir hier hinter dem Zaun stehen. Heißt zwar Softball, aber die Bälle sind aber trotzdem richtig, richtig hart. Und wie das Ganze funktioniert mit Baseball, da haben wir gleich jemanden, der unglaublich viel darüber erzählen kann. Vorher suchen wir Familien, aber nicht für irgendjemanden. Nein, wir suchen Familien, Gastfamilien für Flüchtlinge. Und wie man sich einbringen kann und wer genau gesucht wird, das zeigen wir Ihnen jetzt. Jobra kommt aus Somalia. Weil er erst 17 ist, soll sein richtiger Name nicht genannt und sein Gesicht nicht gezeigt werden. Im Frühjahr 2016 ist er in den Kreis Böblingen gekommen. Hier lebte er anfangs in einer Wohngruppe mit anderen Somaliern zusammen. Von Gruppe ist, sprichst immer deine Heimatsprache. Und das war unterschiedlich. Ja, hier ist viel besser, weil es schnell zu lernen Sprache. Ja. Hier, das ist in der Familie Gockeler. Vier Kinder haben die Eltern Helmut und Christa großgezogen. Alle sind mittlerweile aus dem Haus. Seit einem Jahr sind sie offiziell Gastfamilie. Also es bereichert unser Leben. Er bringt sehr viel Fröhlichkeit mit. Er ist eigentlich ein fröhlicher Mensch. Und wir haben auch sehr viel Spaß miteinander. Wir haben eigentlich gedacht, wir müssten viel mehr Action machen mit ihm. Das ist aber gar nicht so. Er möchte das gar nicht. Sondern einfach das ganz, ganz normal miteinander leben. Ganz normal leben, das heißt Hausarbeit, Schule, Fußballverein und vor allem Deutsch lernen. Schwer, Deutsch zu lernen. Nicht so einfach, so ist. Ja, ist schwer. Für mich ist es schwer, aber jetzt ist es besser und gut. Dass ohne Deutsch nichts geht, weiß Jobra genau. Er lernt deshalb fleißig, nimmt auch gerne die Hilfe der Gasteltern bei den Hausaufgaben an. Nur so klappt es mit der Sprache und mit der Integration. Das weiß auch Wolfgang Trede vom Kreisjugendamt. Er ist stolz auf das Engagement im Landkreis Böblingen. Wir haben im Moment 51 hierher geflüchtete, minderjährige, unbegleitete
in Gastfamilien. Das ist auch im Vergleich zu den Landkreisen um Stuttgart herum und auch die Stadt Stuttgart ganz enorm viel, ganz überdurchschnittlich. Aber das Interesse war auch schon größer. Also wir haben früher in den Informationsrunden 2025 interessierte Eltern da sitzen gehabt und jetzt sind es vielleicht 4 oder 5. Und das ist ein Problem, denn immer noch warten minderjährige Flüchtlinge wie Jobra auf eine Gastfamilie. Familie Gockeler ist froh, dass sie den Weg gegangen ist und Jobra aufgenommen hat. Aber Gastfamilien sollten immer auch bedenken, dass sie nur Gastfamilien sind, die die echten Familien der Flüchtlinge nie ersetzen können. Wir versuchen, Familie anzubieten, wie wir es kennen. Und wir wissen auch, irgendwann zieht er wieder weiter. Bis es soweit ist, fühlt sich Jobra hier allerdings sehr wohl. Und nur wer sich wohlfühlt, kann auch richtig in Deutschland ankommen und sich integrieren. Und jetzt stehe ich hier ganz genau auf dem Home und dem Homeblade. Und so sieht ein Treffer aus. Jetzt bin ich natürlich mittendrin statt nur dabei. Ich verziehe mich noch mal ganz kurz, weil wenn ich so einen Ball abbekommen sollte, dann war es das mit Wir in BB. Wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung. Und dann unterhalten wir uns mit Heiko Hiller und der erzählt uns, was Baseball eigentlich ausmacht. Steht das Wasser bis zum Hals? Wir brauchen auf jeden Fall Hilfe. Und jetzt stehen wir hier auf dem Baseballplatz in Herrenberg. Und wenn mir jemand was über Baseball erzählen kann, dann ist es einer der Gründungsmitglieder, Heiko Hiller. Was hat dich dazu bewogen, irgendwann mal hier in Herrenberg Baseball als Sportart zu etablieren? Also es ist so, dass ich mit ein paar Freunden, wir haben eigentlich aus Spaß erstmal Baseball-Equipment gekauft und haben es einfach aus Spaß hier dann mal probiert. Und da wurden wir dann angesprochen von zwei Spielern, die in Sindelfingen schon gespielt haben und haben uns dann gefragt, warum gründet ihr nicht einfach einen Verein? Ja, jetzt kann man natürlich vielleicht so in Herrenberg auch stolz darauf sein, dass ihr einen erfolgreichen Verein habt. Wie sieht das hier aus grundsätzlich? So einen Platz, den muss man natürlich auch zur Verfügung stellen. Ja, richtig. Das ist auch unser Problemchen, möchte ich mal behaupten, weil wir nicht der Norm entsprechen. Wir hatten da schon mehrfach Probleme, weil es so ist, dass wir am Anfang in den ersten 7 Jahren sind wir von der Bezirksliga bis in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann ist es so, dass irgendwann mal halt der Verband sagt, da müsste dann auch was am Platz passieren und das ist nicht passiert. Aber wir hatten auch schon, die Jugend war schon deutscher Meister, Junioren waren schon 2-mal Dritter bei der deutschen Meisterschaft. Unsere Frauen waren auch schon in der Bundesliga und jetzt vor 2 Jahren waren wir Pokalsieger. Also wir können schon von Erfolg zehren. Jetzt hast du ja schon die eine oder andere Mannschaft angesprochen. Wie viele Mannschaften gibt es denn hier bei den Wanderers? Ja, es wechselt immer wieder so ein bisschen, weil es so ist, dass wir Jugendsoftball haben, Juniorensoftball, dann haben wir zweite Mannschaft und Jugend haben auch noch, ja, also sind es doch 5, aber ja, genau. Und erste und zweite Mannschaft, ja, genau. Und ja, also wir sind schon breit aufgestellt für unsere Sportart. Ja, man sieht auch, wie viele hier auf dem Platz stehen. Und das hast du schon angesprochen, es gibt einen Unterschied zwischen Baseball und Softball. Und den Unterschied, Heiko, den erzählst du uns bitte mal ganz genau, und zwar nach den Veranstaltungstipps, die gibt es jetzt für Sie. In Böblingen wird wieder gefeiert, und zwar in der ganzen Stadt. Das Stadtfest 2017 steht an. Mit Konzerten im Pestalozzi-Hof auf dem Marktplatz und am See auf dem Elbenplatz geht es gleich 3 Tage musikalisch zur Sache. Außerdem gibt es überall kulinarische Leckerbissen, Shows und Auftritte von Vereinen und es gibt einen großen Krämer- und Flohmarkt rund um den Schlossberg. Am Sonntag haben dann in der Innenstadt sogar die Geschäfte geöffnet. Das Vogel- und Naturschutzzentrum in Sindelfingen lädt ein zum Aktionssonntag. Es geht um Greifvögel.
Von Präparaten und Filmen über Rätsel und Spiele bis hin zu Informationen von Experten können da kleine und große Greifvögel-Fans alles Mögliche nutzen, um sich schlau zu machen. Der Eintritt ist frei, einfach im VIZ vorbeikommen. Und auch in Leonberg muss man keinen Eintritt bezahlen, wenn man Harmonikamusik der Spitzenklasse hören möchte. Die gibt's nämlich am Sonntagvormittag beim traditionellen Seebühnenkonzert. Da es im Stadtpark auf der Seebühne aber keine Überdachung gibt, findet das Konzert nur bei schönem Wetter statt. Ja, und so schnell geht das mit dem Wetter hier in Herrenberg. Eben standen wir noch in der Sonne und jetzt auf dem Baseballplatz hat die Wolke über uns Platz genommen. Das macht aber nichts. Heiko Hiller, der kann uns jetzt nämlich die Frage beantworten, die ich vorhin vor den Veranstaltungstipps gestellt habe. Was ist der Unterschied zwischen Baseball und Softball? Genau. Hier drüben spielt die Jugend gerade Baseball und auf dieser Seite spielen die Mädchen Softball. Und im Prinzip ist es sehr ähnliche Sportart. Die Regeln sind ganz gleich, die Felder sind unterschiedlich und die Bälle sind unterschiedlich. Softballfeld ist kleiner, aber im Prinzip muss man dadurch schneller agieren. So, jetzt habt ihr ja eine erste Mannschaft und die ist auch super erfolgreich. Die ist jetzt, wir haben da ja auch ein paar Bilder vorbereitet, weil wir waren ja vor kurzem bei einem Spiel von eurer ersten Mannschaft. Kannst du mal in ganz wenigen Sätzen und kurz erklären, wie funktioniert Baseball? Für mich als Außenstehender schwer. Ja, es gibt einmal diesen Wurfhügel, wo der Pitcher runterpitcht und dann muss der Ball rausgeschlagen werden. Wenn der Ball rausgeschlagen wird, muss er so schnell wie möglich an die erste Base laufen. Und an der ersten Base ist er wie Botte. Botte ist das beste Wort, eigentlich Schwäbisch, einfach das beste Wort für safe. Also es ist doch ganz, ganz nah dran an unserem Brennball, das wir in der Schule gespielt haben. Und wem das immer noch zu kompliziert war, den kann man einfach mal sagen, komm doch mal vorbei hier zu den Wanderers, hier nach Herrenberg. Wie oft trainiert ihr? Also wir trainieren zweimal die Woche, dienstags und donnerstags. Und wir würden uns riesig freuen, wenn Erwachsene, Kinder, Jugendliche bei uns vorbeikommen und bei uns mitmachen. Jeder darf mitmachen. Und ganz zum Schluss erklärst du mir bitte nochmal, wenn ich das im Fernsehen sehe, da gibt es immer diese lustigen Zeichen an der Mütze und zwei und drei und dann wird nochmal gedreht und am Öhrchen gezogen. Macht ihr das auch oder ist das nur Show? Nein, das machen wir auch. Dieses Zeichen wird vom Trainer gegeben. Also ich mache jetzt einfach mal das Zeichen. Das war's für heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Woche zu einer neuen Ausgabe von Wir in BB. Was heißt, jetzt ist aus? Aus. Wir in BB wurde Ihnen präsentiert von Sehne, Ihr Familienbäcker.